Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Heute mit dem Thema Stadtentwicklung. Ich habe mich mal im Bereich Bahnhof Neustadt noch ein bisschen weiter ausgetobt, habe den Bahnhofsvorplatz ein bisschen gestaltet, habe eine Tramlinie und Tramstation am Bahnhof hinzugefügt, habe auch noch eine Buslinie angelegt, denn in dem Bereich ist ja in Wien noch überhaupt nichts unterwegs und es gibt ja auch Busse der Wiener Linien. Genau, das sind erstmal so die Themen der heutigen Folge. Natürlich schauen wir uns im Anschluss an die Bastelzeitreffer auch noch ein bisschen in-game rum und es gibt auch noch ein paar Impressionen. Darüber hinaus stehen sogar schon die Themen für die nächsten mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Folgen. Denn wir hatten ja einen Feiertag mit drin und den habe ich doch relativ produktiv genutzt und habe im Bereich Hafen, Güterbahnhof, Betriebswerk und sogar Trambetriebshof losgelegt. Und einiges davon gibt es auf jeden Fall schon in dieser Woche noch zu sehen in den nächsten zwei Folgen. Wir bleiben aber erstmal beim Thema und befinden uns am Bahnhofsvorplatz. Der hat ein paar Einkaufsmöglichkeiten natürlich noch dazu bekommen. Und ich habe dann auch noch im Bereich der Detailarbeit ein bisschen weitergemacht. Das sieht man allerdings, glaube ich, nicht mehr in der Zeitraffer. Das zeige ich euch einfach gleich noch in-game. So, Gebäude sind gesetzt und es ist natürlich der übliche Workflow. Gebäude setzen bzw. erstmal Wege und Straßen ziehen. Das ganze Zeug dann so ein bisschen anpinseln. Und das wird eben jetzt die Tramhaltestelle. Bestückt habe ich die Linie dann mit Fahrzeugen, mit Triebfahrzeugen der Wiener Lokalbahn, also diese relativ kurzen Fahrzeuge, relativ alten Fahrzeuge. Die passen natürlich thematisch wunderbar hierhin. So, weiter im Programm rund um die Trambahnhaltestelle. Das muss natürlich alles ein bisschen abgesichert werden hier, damit die Leute nicht auf die Gleise laufen. Deswegen eben hier die Zäune. Dann wird das Ganze gleich noch ein bisschen begrünt. Mit der gezielt setzbaren Bäume-Mod. Das alles ein bisschen gepflegter aus hier. Weniger Wildwuchs im Stadtbereich. Pöller finde ich immer sehr passend um die öffentlichen Plätze und um die Bahnhöfe herum, um das Ganze so ein bisschen abzusichern. Und die Trambahn hat in großen Teilen eine eigene Trasse bekommen. Sie fährt allerdings auch in einigen Bereichen quasi gemischt, also einfach mitten auf der Straße, wo die Autos eben auch unterwegs sind. Autos sind auch schon einige unterwegs, denn in diesem Viertel sind auch mittlerweile schon einige Sims eingezogen. LKWs sind mittlerweile auch schon unterwegs. Und die fahren auch nicht nur sinnlos im Kreis, sondern verkehren tatsächlich zwischen diversen Firmen, Gewerbegebieten und natürlich dem großen Güterumschlagbahnhof, den ich auch gerade in der Mache habe. Und ich bin auch sehr so zuversichtlich, dass der auf jeden Fall diese Woche noch fertig wird. Also vielleicht nicht so zu 100%, aber auf jeden Fall schon so, dass ich den in der Freitagsfolge dann schon guten Gewissens präsentieren kann. Und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gelände. Also ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, weil das ist ja doch relativ viel Arbeit, insbesondere deswegen, weil das Ganze halt auch noch an den Hafen angebunden ist. Und einen Hafen habe ich nun mal noch nie gebaut bislang. Aber Stand jetzt bin ich schon ziemlich zufrieden damit und zuversichtlich, dass es wirklich eine nette Geschichte wird, dieser Hafen mit dem Umschlagbahnhof. Da freue ich mich schon drauf. Sicherlich eins der Highlights hier in Wien. Aber dauert noch ein bis zwei Folgen, bis wir soweit sind. Ältere Gebäude mal wieder reingemischt rund um den Bahnhof herum.
Ich habe einfach versucht, eine vernünftige Mischung zu finden in diesem ganzen Viertel. Dann auch etwas größere Gebäude, die im Original ja in Dortmund sich befinden. Der ein oder andere Supermarkt darf natürlich nicht fehlen und ein kleines Schloss. Betonung liegt natürlich auf klein in dem Fall. Ich habe einfach dieses fertige Schlossfasanerie hier mal aufgestellt, aber so ein richtig schönes, großes Schlossareal möchte ich hier in Wien auch noch entstehen lassen. Also wirklich groß mit so einem richtig fetten Stadtpark oder Schlosspark eben noch dazu, das dann halt schon so fast die Größe von dem eigenen Stadtteil hat. Weil es gibt ja wirklich sehr, sehr große Schlossanlagen in Wien. Das möchte ich schon nochmal aufgreifen thematisch. Aber das wird auch noch eine ganze Weile dauern. So, die ein oder andere Tankstelle darf natürlich nicht fehlen. Hier nochmal ein paar modernere Wohnblöcke. Und weitere Wohnblöcke. Bisschen so 70er-Jahre-Style, würde ich sagen. Und noch mehr Häuser und noch mehr Häuser. Das ist allerdings dann auch schon so der Rand dieses Viertels, also weiter werde ich mich da auch nicht ausdehnen. Lieber ein bisschen mehr ins Detail gehen, habe ich mir gedacht. So, weiter mit der Straßensetzung. Gefolgt von Gebäudesetzung. Hans kommentiert das Offensichtliche. So, und keine Bange, das wird jetzt auch erstmal wieder die letzte Folge, wo viele Gebäude gesetzt werden. Das gebe ich zu, sehr, sehr viele Gebäude. Die nächsten Themen sind dann eher eben wieder, wie gesagt, rund um die Bahnanlagen, Betriebswerk und eben dieses Hafengelände, der Güterbahnhof. Der Trambetriebshof wird sicherlich auch eine eigene Folge werden. Und lauter solche Geschichten. Und einen kleinen Ausblick, denke ich, kann ich euch auf diese ganzen Sachen auch in dieser Folge schon gönnen. So, dann hier um das Südbad herum. Fußwege entstanden, ein paar so öffentliche Plätze. Das ist im Übrigen hier auch schon die Güterstrecke, die man hier im Bild sieht. Die fährt, also die läuft, verläuft zum Hafen runter, beziehungsweise eben zum Güterbahnhof. So, nochmal ein paar Fußwege hinzufügen. Es sieht einfach netter aus, finde ich, wenn man dann auch die ganzen Gebäude quasi anschließt und Fußwege eben zu den Eingangstüren verlegt, so wie ich das hier gerade mache, wirkt das doch alles nochmal ein bisschen netter. Straßenart mit den Parkplätzen verwendet. Nur direkt in den Kurven selber versuche ich es natürlich zu vermeiden, deswegen
ändere ich hier auch gerade nochmal nachträglich die Straßenarten, dass die Parkplätze halt nicht in der Kurve liegen. Hier habe ich dann nochmal ein paar Behelfsschienen reingezogen, um halt mit der Brücken- und Dammbot arbeiten zu können, damit ich mir hier diese Elemente dran snappen kann, weil das sieht, macht halt schon auch nochmal einen Unterschied, finde ich. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Da habe ich auch erst mit angefangen in dieser Staffel, aber ich muss sagen, das fügt sich dann schon insgesamt deutlich netter ins Stadtbild ein, wenn man das so ein bisschen einbetoniert. Hat noch den netten Nebeneffekt, dass man da halt auch noch irgendwelche Mauerelemente drauf snappen kann, zum Beispiel. Areal rund um dieses kleine Schloss noch ein bisschen weiter ausgebaut. Mit etwas älteren Gebäuden. Und auch hier diese Gebäude aus Joe Freed's Modbox, die eigentlich für den Festungsbau gedacht sind, aber die kann man auch ganz gut immer mal wieder reinmischen. So, dann sind wir fast durch. Zu guter Letzt werden hier noch die Texturen aufgetragen. Und einiges habe ich dann auch einfach noch aus der Zeitraffer rausgeschmissen, weil das sonst wirklich total ausgeartet wäre. Ich hätte es ja auch doppelt oder dreimal so lang machen können, aber dann wiederholt sich das halt alles. Und irgendwann will man das ja auch nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, also ich denke mal, die nächsten Zeitraffern, die sollten wieder deutlich interessanter für euch werden. Weil es dann halt wieder eher themenspezifisch zur Sache geht. Aber Stadtentwicklung gehört natürlich auch dazu. Keine Frage. So, hier kommen dann noch ein paar Parkplätze hin. Diese Asphalttextur, finde ich, passt immer ganz gut zu so einem Areal. Das passt schon. So, noch ein paar Bäume pflanzen. Dann sind wir auch soweit mit der Zeitraffer durch und ich zeige euch mal, wie sich das Ganze jetzt im laufenden Betrieb so darstellt, inklusive Trambahnlinien und inklusive den ersten paar Buslinien hier im fiktiven Wien. Und so sieht das Ganze jetzt eben in-game aus. Ich zeige euch mal, was ich hier noch so alles angestellt habe, während eurer Abwesenheit. Also alles, was nicht zu sehen war in der Zeitraffer. Vor allen Dingen hier am Bahnhofsvorplatz, da habe ich im Bereich der Detailarbeit halt nochmal ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Ihr seht schon, ich habe hier noch Werbetafeln hinzugefügt, die Wiener Würfeluhr verbaut. Und auch obwohl es hier gar keine U-Bahn gibt, aktuell noch nicht, vielleicht verlege ich noch eine, muss ich mir noch überlegen. Aber es gibt da diese schönen Assets hier, diese U-Bahn-Stationseingänge aus Wien, die passen natürlich auch thematisch hier sehr gut hin. Dann halten wir den mal ganz kurz an hier, den Kollegen. Hier sind nämlich jetzt die Busse der Wiener Linien unterwegs. Einmal diese Variante, die kürzere Version, und dann habe ich hier auch noch den Gelenkbus auf die Linien geschickt. Da steht es auch, Wiener Linien. Die Linie 66A ist hier offenbar unterwegs. So, und Thema Trambahn, wo haben wir denn gerade eine? Ich kann einfach mal die Linie einblenden, damit man das ein bisschen besser erkennen kann. Ich habe in beide Richtungen hier eine Linie losgeschickt. Und Fahrzeuge sind eben jetzt diese, ist es der Kölner? Ich weiß es nicht genau, aber der hat auch, wird im Volksmund anders genannt, als er tatsächlich heißt. Ich glaube, okay, hier ist es nicht zu sehen. WLB, Wiener Lokalbahn, so heißen sie, genau. Triebwagen 100. Von dem gibt es auch zwei Varianten und beide sind hier auf der Linie unterwegs. Fährt hier quasi einmal durchs Viertel sozusagen. Ich kann mal die Linie zeigen, bevor wir uns den Rest hier noch anschauen. Und hier einmal außen rum. Er läuft dann hier wieder durchs Viertel hindurch am Schloss vorbei.
hier so ein bisschen durchs Wohngebiet. Hier ist noch so eine Brachfläche, weiß ich noch nicht, was ich da mache. Vielleicht einen kleinen Markt oder einfach irgendwas für irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen. Sowas in der Richtung hier vorbei am Wohnviertel. Diese Häuser sind halt auch standardmäßig alle bewohnt, diese Blöcke, die es im Workshop gibt. Deswegen sind hier auch schon doch einige Sims auch unterwegs. Hier habe ich die Terrasse dann weitergeführt. Das ist auch eine Straßenart, die für den Autoverkehr gesperrt ist. Deswegen fahren hier auch wirklich nur die Trambahnen durch die Gegend. Hier ist dann auch eine Haltestelle. Stichwort Haltestelle. Ich benutze halt jetzt auch die passenden Haltestellen. Also das sollte ja korrekt sein. Das ist in dem Fall einfach die Wiener Straßenbahnhaltestelle. Da gibt es ja noch andere Varianten. Wenn zum Beispiel an der Haltestelle Busse und Trambahnen halten, dann gibt es da ein entsprechendes Schild oder natürlich auch nur für Busse. Und da versuche ich halt so ein bisschen drauf zu achten, dass das alles auch korrekt ist. Hier ist eben dieses Südbad. So, da sind wir auch schon einmal rum. Und hier geht es wieder zurück zum Bahnhofsvorplatz. So sieht das aus jetzt hier. Bahnhof Neustadt in der Facelift-Version, so nennen wir das mal. Gerade auch hier in diesem Bereich habe ich so ein bisschen mit diesen Wiener Assets rumhantiert. Also hier noch so einen Unterstand hingepflanzt und ein bisschen Sitzgelegenheiten. Hier ist diese kombinierte Haltestelle für Bus und Straßenbahn. Ich muss mal schauen, vielleicht lasse ich hier auch einfach noch ein paar Busse halten. Und falls das nicht der Fall sein sollte, dann werde ich diesen Stationstyp einfach nochmal ändern. Auch nette kleine Details, diese Mülleimer, die sind scheinbar auch aus Wien. Also das ist so ein kleines österreichisches Deko-Asset-Paket. Genauso wie diese Mülleimer hier und diese Kaugummi-Automaten, die ich um 90 Grad falsch hingestellt habe, sehe ich gerade. Aber egal, kleine Details. Und ein paar Sims laufen hier auch schon über den Bahnhofsvorplatz und nutzen meine Linien, die ich ihnen angelegt habe. Und ich würde sagen, für die zweite Ausbaustufe ist das jetzt hier schon gar nicht so verkehrt. Okay, dann schauen wir uns noch kurz ein bisschen im Viertel um, bevor ihr noch ein paar Impressionen hinterher geliefert bekommt. Hier habe ich nochmal diese kleine Bochumer Kapelle aufgestellt, weil mir einfach nichts Besseres eingefallen ist für diesen Platz. Die Supermarktparkplätze habe ich auch zugeparkt. Man kann ja einfach, also wenn man eine dieser Automod-Mods dabei hat, zum Beispiel diesen hier, die kann man ja auch in der Höhe verstellen. Hier 30 Zentimeter, das ist, entspricht genau der Höhe von diesen Parkplätzen. Da kann man hier eben auch noch schön ein paar Autos abstellen. Und wenn man noch ein paar Bäume dazu pflanzt, meinetwegen, dann sieht so ein Supermarkt dann auch schon ziemlich anständig aus. Hier habe ich den Hofer verwendet, der ja thematisch sich beinahe aufdrängt. Hier, das ist auch so eine Ecke, die ich jetzt halt komplett quasi mit diesem Brücken- und Dammbaumod eingerahmt habe. Das hat man auch in der Zeitraffer gesehen. Ich habe dann nur noch hier so ein paar Wände, Holzwände, Schallschutz hinzugefügt. Hier so eine kleine Holzmauer. Und so, das ist schon eine ganz nette Ecke geworden. Auch hier mit den Eisenbahnbrücken im Hintergrund. Da hinten, ganz da hinten fährt auch schon einer der Ganzgüterzüge hier, einer der Ganzzüge aus dem Hafen aus. Also könnt ihr euch auf ordentlich Güterverkehr gefasst machen demnächst. So, aber ich versuche mal den Faden nicht zu sehr zu verlieren. Hier ist eben diese Ecke jetzt, wo die Trambahn herumfährt. Da ist das Schloss entstanden. Dieser ganze Kram, den hat man nicht gesehen in der Bastelzeitraffer. Das kam nachträglich noch dazu. Einfach nochmal ein relativ simpel gehaltenes Wohnviertel in diesem Bereich mit einer kleinen Bezirkssportanlage und hier so ein ganz kleines Naherholungsgebiet, was hier noch angrenzt. Und dann haben wir hier sowieso schon die Grenze zum Gelände, Güterbahnhof und Hafen. Als kleine Sneak Preview an der Stelle. Okay, was gibt's noch zu sagen? Ich bleibe einfach mal hier so thematisch mit der Kamera ein bisschen im Viertel. Diverse Wohnblöcke. Ich weiß auch nicht, ob die Straßen hier nicht vielleicht doch eine Nummer zu breit geraten sind. Es ist halt doch sechsspurig hier, dreispurig in beide Richtungen. Wobei ich hier halt diese fertige Kreuzung mit der Unterführung aufgestellt habe. Und da muss ich ja fast dann so eine, also
gleich breite Straße hier quasi anschließend. Deswegen führt da eigentlich fast kein Weg dran vorbei. Aber ich wollte es halt unbedingt benutzen, diese Kreuzung hier mit der Unterführung. Und das fügt sich ja schon auch ganz nett ein, muss man sagen. Mir gefällt es jedenfalls ganz gut, auch wenn es ein bisschen exotisch wirkt. Aber jetzt habe ich es doch so einigermaßen in Stadtviertel integrieren können. Deswegen habe ich hier zum Beispiel auch darauf geachtet, dass ich hier so eine ähnliche Gebäudeart habe, wie die, die hier auf dieser Kreuzung mit verbaut ist. Und so denke ich mal, kann man das schon stehen lassen. Hier hinter dieser Bibliothek und hinter dem Hallenbad habe ich hier nochmal so ein bisschen angefangen, einen kleinen Spielplatz aufzubauen. Hier ein bisschen diese Plätze mit Pavillons gefüllt. Nochmal ein, zwei Bolzplätze hingestellt. Kann man schon so stehen lassen, denke ich. Und den ganzen Kram hier drüben, den kennt ihr sowieso aus den letzten Folgen. Das ist eben dieser Stadtteil hier mit diesem netten, nett ausdekorierten öffentlichen Platz hier. Und genau da habe ich eben weitergearbeitet. So sieht's aus. Dann nehmen wir es nochmal in die Totale, dass ihr mal seht, wie viel da jetzt dazugekommen ist. Also ungefähr das, was jetzt im Bilde zu sehen ist. Dieser ganze Bereich, mit dem habe ich mich hier, da habe ich mich ordentlich ausgetobt. Das hat ein paar Stunden gekostet. Und im Hintergrund sieht man ja auch schon so ein bisschen die Ausläufer des Güterbahnhofes. Den werdet ihr dann spätestens am Freitag zu sehen bekommen. Okay, dann sind wir durch. Erstmal thematisch. Ich würde sagen, ihr bekommt noch ein paar Impressionen hier aus dem laufenden Betrieb hinten dran geschnibbelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es thematisch da drüben weitergeht, wo ich gerade dabei bin, ein etwas größeres Betriebswerk entstehen zu lassen. Bis dahin und macht's gut.